Sozusagen. Und die Rippen, die münden da drinne und verbunden sind die durch so eine Knorpelschicht. So das Alter der Tiere. Die sind das ganz schön. Hier ist ein steinharter Knochen. Und hier das Weiße, das ist Knorpel. Das ist hart. Die werden getrennt. Aber das kann man so durchtrennen. Wenn das Tier älter ist, dann wird diese Knorpelschicht immer weniger und wird nach und nach zu mehr Knochen. Ein altes Tier hat weniger Knochen als ein junges Tier. Skirt Steak. Ach, das ist Skirt. Ach, Skirt. Rinderbrust. Ich versuche dann immer hier die Stelle zu treffen, wo die Knorpel sitzen. Ist das Beef Brisket. Wird oft gehandelt so als Rinderbrustschier. Komplett, dann ist alles ab. Und wenn ihr den Zuschnitt so wählt, dann habt ihr hier unten eine Fettschicht dran. Hier sitzt der Knochen. Und hier oben ist auch so ein bisschen Fettauflage. Wenn man das so im Ganzen macht, dann brutzelt dieses Kernstück sozusagen im eigenen Fett. Ein bisschen von oben. Ein bisschen von unten und dann bleiben die Teile unheimlich saftig. Ich habe mal ein Entrecote. Entrecote oder Ribeye Steak oder Ribeye Bone In. Cote de Boeuf. Oder Shuck Steak. Kennt ihr Shuck Steak? Ja, habe ich schon mal gehört. Das ist sozusagen, bei den Amerikanern ist das. Das Nackensteak von Rind.
zu kurz gebracht. Beef Ribs, sogenannte Lines. Racks, sagt man auch dazu. Oder Baby Back Ribs. Da macht man so handbreite Streifen. Genau, du machst zwei Stück dagegen. Und nimmt das Fleisch aber dünn runter. So, was sollte man bei Spare Ribs immer machen? Ja, auch die Haut abziehen. Ja, die Silberhaut abziehen. Genau, mit den Fingern immer so ein bisschen runter. Ein bisschen Fett mit drauf. Fleisch schmeckt am besten, wenn es im eigenen Fett brutzelt. Und hier haben wir die kurzen Rippen und die werden so hochkant gegrillt. Das Fleisch zieht sich zusammen, die Rippen kommen hoch. Und für jeden Gast, für jeden Freund, für jeden Kumpel, der zum Grillen eingeladen ist, ein oder zwei Rippen auf dem Teller. Oder hat man schon eine richtig, richtig geile Portion. Beefhammer. Kennt irgendjemand von euch Beefhammer? Nee. Also. Jetzt ein Foto macht und das bei Google sucht, vielleicht sagt er dann Las Vegas. Das ist der Vegas Cut. Ja, ein bisschen unförmig, aber ein richtig geiles Stück. Das ist das sogenannte falsche Filet. Ich hätte jetzt nicht Filet gesagt. Ja, nicht das echte Filet, also nicht die Lende. Das Fleisch ist genauso zart wie Filet. Also das Stück heißt nicht ohne Grund zu. Das ist das Schaufelstück. Oder man nennt das auch Middle Bug, weil es das Stück ist, was in der Mitte von dem Bug, von der Schulter ist. Wenn ich das jetzt komplett putze, Oberseite, Unterseite und in der Mitte sitzt auch eine Sehne. Und zwar flach über der Länge von dem Stück. Dann bekomme ich da vier Steaks raus. Die nennen sich Flat Iron Steaks. Und dann haben wir hier das erste Flat Iron Steak. Greifen wir nochmal so auf. Dann haben wir ein Stück ähnlich wie Flanksteak. Beim Grillen, beim Braten zieht sich dieses Stück so zusammen, wird in der Mitte dicker durch die Hitze. Da musst du das immer bestrebt, sich zusammenzuziehen bei Hitzeeinwirkung. Und dann kann man wunderbar feine Tranchen machen. Und wie viel Grad machst du da? Und das Ding richtig schön heiß angebraten. Ne? Aber nicht komplett durchgrillen, sondern so mache ich jetzt einmal schier. Und dann wird daraus Top Blade Roast. Top-Blade-Roast. Oh ja. Zubereiten, braten, grillen, ähnlich wie Hüftsteak. Vielleicht das Top-Roast. Ich teile das einmal auf. Sieht man hier so vom Anschnitt. Fein gemasert, fein gezogen, mit intramuskulärem Fettgewebe. Und das in Scheiben als Shake gebraten.
sollte zu jeder Zeit so fest sein, dass ihr den zwischen Daumen und Zeigefinger zusammendrücken könnt. Also eher lockerer füllen, als wie zu fest füllen. Mal weiter. Geh mal ein bisschen Gas drauf, ein bisschen schneller. Ein Maß sein. Ja? Links und rechts. Zwischen Daumen und Zeigefinger abdrücken. Die Hände gehen zusammen, dass man so eine kleine Schaukel hat. Und dann lass mal ein bisschen drehen. Ganz leicht vom Knochen lösen lässt. Nein.